Willkommen zurück zu The Last of Us Remastered. Und wir sind im Moment hier mit Ellie unterwegs, wo wir gerade versuchen, einen Hirsch abzuschießen. Und ihr wisst ja meine Skills. Tada! Scheiße. Okay, damals habe ich hier sehr, sehr lange für gebraucht hier. Doch, ich denke, mittlerweile sollte es schneller gehen, obwohl der Hirsch ziemlich, ziemlich schwer zu bekommen ist, muss man zugeben. So, und wie gesagt, das erste Mal, dass wir Ellie steuern können. Was ziemlich, ziemlich cool ist. Wo ist er? Da hinten. So, komm schon. Hab dich. Nice, nur noch einmal, glaube ich. Genau, noch einmal, dann haben wir ihn. Ich höre ihn so ein bisschen. Ich gehe mal hier einfach durch die Mitte durch. So. Wir dürfen nicht zu nah an ihn ran. Okay, ich höre ein bisschen von links. Das ist gar nicht so einfach, den zu treffen. Das ist wirklich richtig stur. Aber gut, wenn es so einfach wäre, wäre es auch nicht mehr spaßig. Deswegen muss es immer ein bisschen schwerer sein, ja. Da hinten, shit. Mein Gott. Bleib stehen, Mann. Wo ist er? Shit. Ich höre ihn immer so ein bisschen, aber auch nur so ein bisschen irgendwie. Der hatte die Aufgeräusche, ne? Genau. Ich denke, der wird so lange stehen bleiben, bis er irgendwas hört, was irgendwie ihm feindlich vorkommt, habe ich das Gefühl. Ich denke, der ist da hinten irgendwo. Oder bis natürlich uns sieht, ne, aber... Ich denke, die achten eher auf ihr Gehörsinn als auf ihr Sehsinn. Kann ich den nicht auch so irgendwie sehen? Nee, ne? Kann... Ernsthaft nicht? Das ist er, ne? Da hinten, oder? Oh, shit. Ganz langsam. Verdammt langsam. Ruhig. Jetzt aber. Ruhig. Nein, noch einmal. Oh, je. Dreimal muss man ihn treffen. Komm schon. Nicht bewegen. Nein. Also, es kann ja nicht wahr sein, oder? Dieser scheiß Hirsch. Mein Gott. Ich kann mich doch erinnern, damals habe ich dafür richtig lang gebraucht. Habe ich auch geschnitten. Mittlerweile tue ich das ja gar nicht mehr so schneiden. Hat Vorteile. Man erspart sich halt Sachen, aber... Wenn etwas jetzt nicht unbedingt jetzt 10 Jahre dauert, sagen wir mal so. Dann ist es nicht wirklich so schlimm. Wieso lebst du noch? Frage ich mich auch gerade. Vielleicht hätten wir einen Headshot oder sowas bekommen müssen. Scheiße. Ich dachte gerade, das wäre Blut, wollte ich gleich schon sagen. Ich höre ihn gar nicht. The fuck? Versuche gerade ein bisschen zu lotionen. Hä, also bin ich überhaupt richtig? Ja, ne? Was haben wir denn da? Was ist das für ein Ort? Also ich würde, um ehrlich zu sein, lieber den Hirschen erstmal töten. Ja, ich komme hier auf jeden Fall wieder zurück. Einen Moment bitte. Ich will erstmal den Hirschen töten. Was zum Teufel ist das denn? Habe ich jetzt nur aus Zufall gesehen? Aber bevor ich da runtergehe, erstmal will ich natürlich um Essen sorgen. Ich weiß gar nicht, wie lange man für so einen Hirsch, wie lange man dafür eigentlich Nahrung hat. Also zu essen. Wenn ich weiß, was Nahrung bedeutet. Kleiner Spaß. Ich habe ihn verloren. Scheiße. Das kann jetzt ernsthaft nicht wahr sein, oder? Scheiß Hirsch, Alter. Wieso müssen die mal wegrennen? Vor was haben die denn Angst?
Kann ich gar nicht nachvollziehen. Ich höre ihn nicht mehr. Können wir ihn überhaupt noch fangen? Hershey. Komm schon, noch ein Pfeil, Mann. Dann ist er tot. Shit. Hab irgendwie einen Klicker gehört oder sowas. Gut, ich geh mal hier lieber auf den Berg kurz. Ich will ihn wenigstens wiedersehen, egal ob er jetzt wegrennt oder nicht. Damit ich ungefähr weiß, wo er ist. Dann muss ich hier irgendwo befinden. Oh, what the fuck? Gott, hier gehen komische Sachen vor sich gerade. Ich finde ihn einfach nicht wieder. Das kann ich jetzt nicht glauben, oder? Gott, da hatte ich schon damals richtige Probleme mit. Oh, hier liegt Munition vom Hirsch. Gut, hier war er also. Hier haben wir ihn abgeschossen. Ich höre... Hört ihr das? Das ist ein hundertprozentiges Klicker, the fuck? Das Schiss irgendwie ein bisschen. Ich fühle mich beobachtet. Gut. Shit. Gut, ich sehe mich doch einmal um und dann suchen wir die Stelle erstmal, wo wir lang müssen, wenn wir den Hirsch nicht finden. Aber ich denke so oder so, dass wir da sowieso nicht hinkommen werden. Wo ist der? Mein Gott! Das kann ja langsam nicht wahr sein. Ich finde ihn ernsthaft nicht, sorry. Ich weiß nicht, wo er ist. Okay, hier können wir nicht lang. Will ich auch gar nicht, weil sonst kommen wir nicht hoch. Dieser Ort, dieses Gebiet ist hier einfach viel zu groß. Hätten sie vielleicht ein bisschen kleiner machen sollen. Der ist auch nicht umgefallen, ne? Der hat einfach weitergelebt, ne? Gut, ich gehe noch einmal kurz nach oben. Ja, gut. Ja, okay. Ich denke, ich werde nach unten gehen. Ja. Ich denke, ich werde nach unten gehen. Ich denke, das muss ich sogar, um ehrlich zu sein. Ich habe das Gefühl, dass ich wirklich nach unten muss, weil er da hingelaufen ist. Gut, dann suchen wir jetzt nochmal die Stelle. Vielleicht hätte es auch alles viel schneller gehen können. Vielleicht kann man ihn gar nicht. Ja, ich finde ihn nämlich gar nicht. Ich denke, ich suche hier gerade umsonst quasi. Hier war die Stelle, ne? Genau. Vielleicht müssen wir da runter. Weil sie hätte ja auch einen Kommentar dazu abgegeben. Hier war das, ne? Ja, hier war das, glaube ich. So, was haben wir hier? Ah, schau ich das mal an. Ja, 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 ja. Habe ich gar nicht gesehen. Shit. Ja, wir müssen da lang. Oh mein Gott. Das kann ja nicht wahr sein. So. Auf dem Schnee kann man Blutspuren richtig gut sehen, muss ich sagen. Schau ich das mal an, wie man das sehen kann. Ja, wir müssen da lang. Oh, wie dumm. Habe nicht auf die Blutspuren geachtet. Ja, super, jetzt ist er weg. Das ist okay. Das ist nur ein ganz gewöhnlicher Ort. So, wo haben wir denn den Hirsch? Hirschen? Noch einmal müssen wir ihn treffen, glaube ich. Oh, was? Er wurde schon getroffen. Das ist aber nicht mein Fall, glaube ich. Wer ist da? Komm raus! Hallo. Wir wollen nur reden. Eine falsche Bewegung und das hier geht ganz böse ins Auge. Das gilt auch für dich, Sportfreund. Was wollt ihr? Ich bin David. Das hier ist mein Freund James. Wir sind eine sehr große Gruppe. Frauen, Kinder. Und wir haben alle großen Hunger. Wie bei mir. Frauen und Kinder. Und alle haben viel Hunger. Tja, vielleicht können wir dir was für das Fleisch da geben. Was brauchst du? Waffen? Kugeln? Kleidung? Medizin! Habt ihr vielleicht Antibiotika?
Oh ja. Im Lager. Du kannst mit uns kommen. Ich gehe nirgendwo mit euch hin. Dein schweigsamer Freund da kann sie holen. Wenn er damit wiederkommt, gehört das Fleisch euch. Wenn jemand anders kommt... Dann geht das ganz böse ins Auge. Genau. Zwei Flaschen Penicillin und eine Spritze. Und beeil dich. Geh schon. Das Gewehr nehme ich. Na klar. Jetzt zurück. Das wird ein bisschen dauern. Wollen wir uns vielleicht da hinten unterstellen? Dann nimm ihn mit. Na also. Du solltest wirklich nicht allein hier draußen sein. Ich mag's, wenn ich allein bin. Verstehe. Wie heißt du? Warum? Okay, ich verstehe, es ist nicht leicht, ein paar Fremden zu vertrauen. Und der Verletzte, du machst dir große Sorgen. Es wird bestimmt alles gut. Vielleicht. Oh shit, wir kriegen Besuch. Au. Du hast noch eine Waffe? Sorry. Okay, ich hätte jetzt wirklich gerne mein Gewehr zurück. Nein, du hast eine Pistole. Das reicht dir. Ich hoffe, du kannst damit umgehen. Ist nicht mein erstes Mal. Sagt sie auch immer. Wenn ich sie bei mir sie ist. Auf keinen Fall reinlassen. Was haben wir hier alles? Ich finde sie nicht. Bewacht die Fenster. Okay. So. Medizin meine ich. Die kommen alle von dort, scheiße. Jeder Schuss ist fest. Ja, ja. Ich kenne das schon. Scheiße, komm schon. So. Oh shit. So, die haben Munition immer dabei. Eine gute Sache an den Bastarden. Du hattest recht. Du kannst mit dem Ding besser schießen als ich. Ach. Hilf mir mal. Los. Ich kann den irgendwie nicht verzaubern, ich weiß nicht wieso. Shit, wir kriegen Besuch. Hallo. Ah! Mein Herz, Alter. Shit. Leben. Hier, nimm das. Nein, nein! Wollt ihr mich verarschen? Wollt ihr mich verarschen? Wollt ihr mich jetzt ernsthaft verarschen? Oh mein Gott. Das kann ja nicht wahr sein. Nichts hier drüben. Er nervt die ganze Zeit, er steht immer im Weg. Ich weiß nicht, ob ich durch ihn durchschießen kann. Ach, da kommen meine Oh, jetzt treffe ich dich mal. Ja, ich sehe sie. Hier, fürs Gewehr. Ah, er gibt mir immer Munition, ich verstehe. Deswegen, ich habe mir so Sorgen gemacht, deswegen. Ich dachte, ich muss die reinlassen, damit ich Munition bekomme quasi. Nimm die Munition. Bitte nicht, bitte nicht. Ich brauche Hilfe. Erstmal den Klick ausschalten. So. Shit.
Das ist gar nicht so einfach, wie es aussieht. Weil die wirklich, das Nachladen dauert halt so lange, das ist das Problem ein bisschen. Vergiss es. Wir müssen hier raus. Ja, denke ich auch. Oh shit. Ich halte sie ab. Er wacht die Treppe. So. So ein Glück. Komm mit, hier durch. Okay. Weißt du, wo es lang geht? Ich war hier noch nie. Oh, ich höre ein Bloater, shit. Wieso höre ich ein Bloater? Hat es gehört? Hier lang. Scheiße. Alles in Ordnung? Du musst dir um mich keine Sorgen machen. Okay. Folge mir. Und pass auf. Au. Shit. Hey, Kleine. Alles klar? Naja, es könnte besser sein. Okay. Mehr Blicker. Verschwinde da! Alles klickern, ne? Alles, ne? Genau. Oh, das... Also, das ist jetzt wirklich schon behindert. Wie zum Teufel, nur weil ich kurz gestanden bin, ich bin einen Schritt gegangen. Jesus. Diesmal werde ich einfach meinen scheiß Pfeil benutzen. Das kann ja nicht sein, oder? Dein Arschloch, du Bastard. Shit. So. Hä? Ist er, wo ist er hin? Ach so. Guck mal, er ist geklettert. What the fuck? So, ich muss den Pfeil aufheben. Fälle sind hier geräuschlos. So, vielleicht können wir den Fall auch noch aufheben, das wäre gar nicht so schlecht. So. Gib mir das, vielen Dank. So nice. Noch jemand, der irgendwie sterben will? Gut, ich denke, das war's erstmal mit den Missgeburten hier. So, gib mir den Pfeil, vielen Dank. Weiter geht's. Na, hier gibt's wahrscheinlich gar nichts, hoffe ich mal. Puh. Oh, shit. Oh, mein Herz. Alles klar? Oh, da bist du ja. Komm schon, da ist die Tür. Okay, nice. Ich liebe Türen. Spaß, ich hasse Türen. Das war knapp. Wir müssen da hoch. Da. Der Leiter sollte es gehen. Okay, wir müssen irgendwie zur Leiter kommen. Ich höre immer noch Klicker. Ja, da unten. Von überall höre ich die aber. Kann ja nicht sein, oder? Ich muss da lang sogar, scheiße. Ah, nee, der ist unten. Der ist ganz unten. Okay. Das kann nicht sein, oder? Shit. So. Da gibt's noch mehr. Ja, die kommen jetzt auch angelaufen. Guck mal, der tanzt.
würde den ja gerne abballern, aber bin gerade in so einer scheiß Position. Ah, aber dafür geht's ja. So. Ich glaube, das war's dann auch, hoffentlich. Ich hoffe, ich gehe überhaupt den richtigen Weg lang. Ich schätze mal was schon, weil ich muss ja dann nach oben. Wenigstens sind alles Klicker. Und nicht diese, die auch noch sehen können. Das ist ziemlich scheiße, weil wenn die anderen, die nicht sehen, die sehen können und sehen, dann machen auch alle Klicker automatisch auf. Das ist die Scheiße. So, hier haben wir auch was. Also gab es doch hier was. Shit. So, was können wir uns erstellen? Mehr leider nicht. Bisschen ärgerlich, weil wir alle Items verloren haben mit Joel. Gut, ich denke, ich bin falsch hier sogar. Ich muss nach oben. Muss ja nur die Leiter holen. Ach so. Wollt ihr mich verarschen oder was? So, erstmal nehme ich alles mit. Hab mich schon gewundert, wieso macht er das nicht einfach? Wo? Hier, ne? Ja, hier. Hier. Komm her, hilf mir rauf. Ich dachte, ich muss die Leiter suchen. Okay, fertig? Ja. Dann los. Er macht zwar einen ganz netten Eindruck, aber ich denke, ich verlasse mich auf jeden Fall nicht drauf. Beeil und halte nach ihnen Ausschau. Schon klar. Ich mag diesen Boden nicht, da ist man so laut drauf. Natürlich kommen jetzt noch mehr, ist klar. Ich hätte meinen Wecker klingelt, das ist genau der falsche Zeitpunkt. Da ist einer. So. Den hätten wir dann auch eliminiert. Ja, alles okay. Gut, im nächsten Part werde ich die Leiter suchen. Alter, mein Wecker klingelt. What the fuck? Im nächsten Part werde ich die Leiter suchen. Bewerten, kommentieren, nicht vergessen, abonnieren, ist mein Kanal. Und dann sehe ich dich im nächsten Video wieder. Ciao, ciao!